Dann hatte ich mich halt gefragt, wenn es darum ging, dass der praktisch bei der Geburt, also dass du halt kommst, so praktisch bei der Geburt töten sollst, weil es den ja mal in unterschiedlichen Dimensionen gibt, wieso sie dich dann nur einmal umgebracht haben. Ja, und dann war ich total brain. Ich habe aber auch das Ende eigentlich ehrlich gesagt nicht so richtig verstanden. Ich fand einfach nur geil zunächst. Ich war übergeflasht davon, dass man nochmal in dem ersten Bioshock landet. Quasi. Das Oh war ja, übergeil. das fand ich auch. Ich habe Bioshock 1 nicht gespielt, aber ich fand es so krass, Ich fand es wie. besonders geil, weil ich es ja gespielt habe. Das war richtig geil. Das sah auch originalgetreu aus. Ich muss auch. Zumal, weil ich das auch. Ja, gut, das wäre nicht gut hinnehmen. Aber das Beste hast du ja natürlich verpasst, ne? Also, Ja, mein was Gott, ich finde, was ich. die winzigen Big Daddy und die Lissister, die man da so gerade so erkennen Ja, kann, die aber. sind auch nicht so spektakulär. Ja, Es wäre doch, geiler komm. gewesen, wenn Das hätten die da war. irgendwie so, dass ein toter Big Daddy da gelegen hätte, wäre auch geil gewesen. So Ja, ein. oder der wären die vorbeigelaufen. Oh, da ist ein Dorf. Oder so. Oder einer wäre irgendwie an die vorbei, oder? Boah, Bioshock 1 und 2 werde ich nur noch spielen. Erstmal werde ich Bioshock in dieser neuen Sind aber andere Vorgeschichte Spiele, spielen. das ist nicht so das gleiche Feeling, sag ich dir gleich. Wie meinst du jetzt? Ach so, ja. Ja, es ist Nee, ich vom. kenne andere Spiele, ja. Ich habe andere Spieler verstanden. Feeling Final. Das ist schon ein anderes Ja. Spielgefühl. Ja, ist klar. Und ihr kommt auch. Ich habe auch das Gefühl, Bioshock 2 und so ist viel schwerer. Ja, Aber ja, ich hätte auch bei H. ich fand auch bei Hardy Shock und so. eigentlich über easy. Ich bin eigentlich nur zu Ende, bin ich öfters gestorben. Und Ja, so deswegen bis finde ich zur ja mal. Mitte, bis zur späten Mitte. Ja. Auch bei, auf jeden Fall Bioshock ist natürlich echt hammergeil gewesen. Auch wenn ich sagen muss, dass ich erst nicht so überzeugt war von dem Game, oder was heißt nicht so überzeugt. Ich dachte mir halt erst jetzt so ein Umschwung von praktisch immer unter Wasser auf einmal zu Himmelstadt. So. Aber ich muss ja sagen, auch die Anfangsszene, ey, wo du da in den Himmel geschossen wurdest, 10.000 Fuß, 15.000 Fuß und 10.000 Fuß, Halleluja, das Was war laberst echt, du? na, wo du in den Himmel geschossen wurdest und Ja, dann, das war geil. boah, wo du zum ersten Mal durch die Wolkendecke bist, das war echt ein nettes Gefühl. Aber ich muss auch sagen, dass ich mir erst dachte, dass Bioshock nicht so gut wird, weil ich halt das schade fand mit dem Szenenumbruch erst. Also ich persönlich finde ja, man sollte so an alte Sachen, also wie sagt man denn, das Hauptmerkmal, sag ich mal, war ja diese Unterwasserwelt. Und ich finde zwar, man sollte halt schlechte Sachen verändern, aber den Hauptmerkmal bin ich eigentlich immer dagegen. Ja, aber die haben halt noch was Neues probiert und haben es Ja, eigentlich ganz das ist gut. ihnen auch richtig gut gelungen, also finde Haben ich sie gut. gut eingebracht. Also haben da nicht jetzt ein ganz neues Spiel gemacht draus. Denn die haben Ja. Nee, das war nicht, die das war jetzt noch nicht Plasmide so. und Ja. das Kampfsystem haben sie eigentlich ganz gut übernommen. Die haben natürlich ein bisschen das Upgrade-System ein bisschen verändert. Also Ja, nee, das war jetzt auch nicht irgendwie das. abwertend gemeint fürs Spiel. Aber ich bin eher so einer, der dann so, eher so, komm mal her kurz, immer eher so auf Oldschool ist und so. Also ich bin eigentlich Oldschool auch da mit rein. Oh, dann müssen wir was essen, Alter. Ich finde Oldschool so ein bisschen besser, ehrlich gesagt, immer. Hast du noch was zu essen, Paul? Weil jetzt habe ich nur Oh, Zombiefleisch. Bogen. Bogen, Bogen, warte, warte. Einen Bogen kriegst du natürlich. Ich Dann steht haben wir immer noch beide. Nahrakete, Alter. Ich muss ihn mal ausmachen. Auf jeden Fall. Ja. Dann, warte, was ist das für eine? Ich kann dir gleich einen Apfel geben, wenn du das willst. Hier, ich hab gekocht, Kind. Wir sind bei dir gelandet. Schon sagen. Ja. Ich bin dann halt eher so bedacht auf, ja, so ein bisschen Oldschool scheiße. Ach so, genau, Ich und weiß ja dabei auch. noch, die Stelle bei Bioshock, Lukas und ich haben das ja eigentlich zusammengespielt. Schnucki. Hier, dich mal. Sorry, dass ich immer unterbreche. Aber ich fand, die Befürchtung war von vielen ja, dass es nicht so gruselig wird. Und es war eigentlich wirklich nicht so gruselig. Außer in dem Kamstackhaus. Da war es manchmal wirklich ein bisschen creepy mit diesen Puppen und so.
Weißt du noch, dieses Own-House da? Ja. Das war wirklich ein Alter, bisschen creepy. hast du dich eigentlich an der Einstellung durch? Warte mal. Wenn die Folge hier hochkommt, hast du Bioshock dann durch? Ja, sicher. Das wird Mittwoch durch sein oder so. An der Einstellung, es gab doch immer diese Typen, die dann so einen komischen Helm aufhaben, ne? Ja. Alter, wo der auf einmal hinter dir stand. Weißt du, was ich Ah, meine? ja, Alter, das muss, das, da hab ich mich so weggeschmissen, nur. Da, da wäre mir das fast war, das war echt schlimm, diese komischen Viecher, ne, die ich ja. gescannt haben und immer dann, Ich hab überhaupt, du konntest ihn nicht mal töten, ne? Ich hab immer viel geschossen mit dem Revolver, das hat sich überlebt. Das hat nicht mal wirklich Schaden gemacht. ich habe Ja, aber kein Schwert mehr. da wäre mir. Bitte. Fuck. Da, ich weiß. Da wäre mir fast das Herz stehen geblieben. Das Weil war, das war echt schlimm, Mann. Das war wirklich die. meine Mutter so, was brüllst denn so rum? Ich so, mir wäre fast das Herz stehen geblieben. Das war wirklich schlimm, Alter. Nein! Oh Mann! Was? Sind beide noch im Bogen, nur noch. Ja, das war wirklich eine der. Also, Comstock House war wirklich eigentlich das Einzige, was so ein bisschen Warte, gruselig ich war heile. und die eine Stelle halt, die wirklich creepy war. Hab ja gerade eben schon. Wo ich auch sagen musste, wo ich auch Schiss hatte. Da stand noch immer. Ah, kann gerade nicht. Da stand noch immer diese Patriots, ne? Die Ja. praktisch, die haben das dann immer irgendwie. Also, erst standen die ja da so praktisch in diesem Museum. Praktisch so wie so ein Museum, Gegenstand. Weißt du, ich meine? Ja. So praktisch, die so immer was durchgesagt haben, wenn du auf den Knopf gedrückt hast. Und als du dann da zurückgekommen bist und das Ding weg war, Alter, da hat die auch so Muffensausen, weil ich mir dachte, oh nee. Weißt du? Ich hatte schon von Anfang an das Gefühl, dass die irgendwie. Oh, hier liegt ein Kettenhemd. Dass die mir irgendwie böse auf den Sack geben wollen. Komm mal hier hoch, hier hast du gleich komplette Kettenausrüstung. Oh, nice. Lol, da kommt ein Zombie hoch. Ja, dann hoch. Hau ihn. Warte. Lol. Fuck, ich brauch so dringend ein Schwert, Alter. Ja, ich mach den zu. Lol. Ich muss mich mal heilen. Warte. Hier, Holzschwert für dich. Boah, ich hab. Holzschwert, Dankeschön. Jetzt habe ich zwar noch ein Steinschwert, aber das passt schon. Schlag ich halt nicht an. Ja, aber ich fand es wirklich nicht gruselig. Also, das war wirklich reine Action eigentlich. Ja. Und das, aber gut, die ersten Bergschuppteile waren jetzt außer auf verschiedene Stellen, waren jetzt auch nicht so gruselig. Ja, das ist halt praktisch, also ich weiß, man kann es nicht vergleichen, aber wenn wir jetzt beim Thema gruselig sind, das ist auch leider das, was Dead Space übertrieben passiert ist, dass es immer mehr Action Ja, gut, aber. wird. Aber ich weiß noch nicht, wie gut, da war ich auch schon jünger, aber bei Dead Space 1, ne, das war mit mein erstes Konsolenspiel, dann kaum Aiming, ja, und dann diese Viecher kommen dann über den Zombie, die mit Vollspeed auf die zugerannt kommen. Alter, ich glaube, das Spiel, das habe ich irgendwie am, habe ich am, gut, das habe ich auch noch mal abends gezockt. Lukas und ich haben, glaube ich, auch somit, ich glaube, wir haben Dead Space 2 gezockt. Ja, das soll ja schon nicht mehr so gut sein, denn dann noch zu zweit und ich zocke das alleine. Ich konnte es nicht länger als eine halbe Stunde zocken. Weil ich mir so eingeschissen habe bei diesem Das war echt Spiel. schlimm, Heile mich aber mal. Und Dead Space 3, guck mal, was ist denn da noch gruselig? Nichts. ja. Nix so. Da ist vielleicht so ein Moment, wo man sagt, danke. Nee, wo man so sagt. Ja, aber dann gruselig ist es für mich auch bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht und nicht. Oh fuck, ich blute. Nein, oder? Was kann man dagegen machen? Ich habe hier dieses rote Zeug. Blute ich jetzt immer noch? Ja, es bleibt. Probier mit der Was? Schere und dann mit dem Blut, mit dem roten Zeug. You must da. Achso. Warte. Oh, fuck. Warte noch 25 Sekunden. Okay. Du müsstest jetzt eigentlich konstanten Schaden kriegen. Lol, ja, ich krieg jetzt Schaden. Ein halbes Herz jeweils immer. Oh. Wenn du find a bandage to stop the bleeding. Soll ich eine Bandage nehmen? Mach mal. Ich habe noch eine. Ja, und dann opfer die halt. So. Hat's geklappt? Ja, hat geklappt, setz mal später. Okay, hier, warte mal. Jetzt Nimm mal müssen die mich. Bandage. Ja, ich habe ja auch noch eine. Ja, warte, ich
Ich hab hier noch eine seriengebundene, dann nutze ich immer die für dich. Boah, Alter. Wie viel Leben hast du nicht mehr? Nee, aber jetzt geht's ja schon wieder hoch. Hier ist noch ein Holzschwert, aber das bräuchte ich eigentlich nicht. Ja, nimm das mal. Das macht einen Zombie. Alter, pass auf, das ist nur mal krass. Ah ja, der kann nicht. So, Zombie down. Hier, Total ist live. Alter, ich bin schon 47 in diesem Lebenskleid. Komm hier hoch. Ich bin hier hinter dir. Will ich das nehmen, Steinschwert? Ja. Hier ist Zucker. Kannst du den Zucker mitnehmen? Der macht dir, der regeneriert deine Gesundheit und macht dich schneller. Ja. Ich will den jetzt nehmen. Ja. Oder der gehübsche Typ. Ja, hab ich gehört. Ich hab 14 Slates. Ich bin schnell. Hui. Ich glaube, es wird auch immer schwieriger für den Entwickler, auch so gruselige Spiele zu entwickeln irgendwie. Ja, das ist halt. Ja. Das ist halt, weil jeder das irgendwie anders wahrnimmt. Und die Frage ist halt auch, wie das machen wird. Ich sag mal, Spiele sind ja immer nur. Also. Lol. Was? Ich hatte gerade wieso als ich blute, aber irgendwie blute ich nicht. Ich glaube, das war, weil der Zucker aufgehört hat, aber ich weiß es nicht genau. Ich finde doch, oh fuck, wir müssen bald wieder Wasser finden. Muss man nicht vergessen. Da vorne ist wo? Kann man es nicht aufbringen? Ich war, nee, scheiße. Nee, so schnell ist man. Die Sache ist halt auch, die Horrorspiele sind nur halt so lange gruselig wie das. Wenn wir mal weitergehen. Ich wollte Wasser suchen, vielleicht jetzt schon. Hier halt praktisch. Oh, hinter diesem. Oh, fuck, komm mal raus. Oh. Ja, jetzt hat man das gemacht. Hier halt praktisch. Oh. Fuck. Na, ah. Ich bin auch so gut wie tot. Scheiße. Diese Spiele sind halt auch nur so lange schlimm, wie du schlechte Ausrüstung hast, ja. Sagen wir mal. Ja, ich bin auch tot. Sagen wir mal. Ich sehe dich. Wenn hier zum Beispiel, wenn du hier mit Holzschwert rumrennst, hast du wohl viel mehr Schätze, als wenn du hier mit dir Schwert rumrennst. Ja. Paul, ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine Aufbaupause erstmal. Ja, gut, okay. Warte kurz, nur kurz sagen, wo bist du zum Spawn? 3250 und 552. Okay, dann mach auch noch eine Pause und ich bringe mich sogar um, bis ich in der Nähe von dir bin. Das muss ja nicht mehr. Ja. Das können wir ja off Record machen. Genau, gut, Leute, dann. Bis erstmal fürs Zuschauen. Genau. Bis dahin. Und haut's da rein.